Ich muss jetzt gerade noch mal reingucken hier. Was gibt es hier zu tun? Oh, perfekt! Feuer, Feuer! Ja, klasse! Ja, dann auf geht's. Mit einem Entei-Deck. Oder? Moment. Nicht Entei. Glurak? Nein. Hä? Ich hab doch einen. Hab ich keinen. Ich könnte schwören, ich habe ein Feuerdeck gehabt. Wo habe ich die Feuer-Pokémon? Ich könnte schwören, ich hätte mal mit Feuer gespielt, aber ich glaube, dann war das. Ich bin verwirrt. Dann muss das hier gewesen sein. Dieses Feuerdeck. Puh, das wird aber, glaube ich, schwer mit diesem Feuerdeck. Kann mal reinschauen hier. Was haben wir denn? Wir haben ein Flamara, ein Arcani, Lavados. Lavados ist eigentlich ganz cool. Du kannst in diesem Angriff 40 weitere Schadenspunkte zufügen. Wenn du das machst, fügt dieses Pokémon sich selbst 20 Schadenspunkte zu. Ja, ist okay. Und Galoppa ist hart. Aber ich glaube, dieses Galoppa geht so. Lege 1 an dieses Pokémon angelegte Feuerenergie auf den Ablagestapel. Ja, das ist nicht das Galoppa, das so mega krass ist. Im Glurak-Deck. Okay. Ich probiere es. Ach. Hä? Du bist ja doch da. Ich wusste doch, ich habe doch ein Entei-Deck. Okay. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. 98er Electek mit 1995 WP. Gleich einen Sinnoh-Stein verwendet. Glückwunsch. Geil. Okay, du hast einen krassen Namen. Und du hast ein interessantes Deck. Was ist denn das für ein Deck? Mach deinen Münzwurf. Los. Vielleicht hat er etwas länger gewartet und jetzt hat er nicht mitbekommen, dass er dran ist. Auf geht's. Ich habe kein Basis-Pokémon. Nee, er hat. Nee, ich. Nein, er. Nein, ich. Nein, er. Nein, ich. Was? Ich streame schon auf YouTube, aber halt nicht mehr so häufig. Weil YouTube einfach nicht dafür geeignet ist. Ist keine gute Streaming-Plattform. Man wird dort nicht so gefunden. Alter, was macht der? Jo, ich brauche andere Karten. Genau, Dusu hat's genau gesagt, wegen dem Algorithmus. Oh, ein Entei als Starter, aber nein. Als erstmal auf die Bank. Ich brauche erstmal Energie. Ich bin da jetzt mal lieber vorsichtig. Ich will ja schließlich auch Schaden machen. Und das, wenn ich jetzt gleich anfange hier. Gleich mit Entei anfange, das könnte sonst schief gehen. Mein Gegner hat irgendwie nicht so wirklich Lust gegen mich zu spielen oder nicht so viel. Aha, ein Electek hat er hier hingesetzt. Tja, Doso, ich glaube, der hat dir zugehört. Holen wir uns noch ein Entei. Wenn das zweite Entei überhaupt im Deck ist. Ha, ist es. Voila. So, Energie auf Entei. Es gibt welche, die sagen Entei, ne? Apropos Entei. Kann man was gucken hier? Okay, ich bin gerade dran. Dann, ups. So. Da bin ich wieder da. Ich kann es weiterentwickeln. Oh, ich heb es mir auf. Den Fehler mache ich jetzt nicht. So. Ich
muss mal da rüber. Ich schau mal schnell, was ich hier über Entire gerade sehe. Ich bin schon wieder dran. Okay, wir haben hier einen Hyperball und eine Energie. Ich setze die Energie auf Entire, damit ich nachher gleich die stärkste Attacke einsetzen kann. Und das war's. Ich kann den Hyperball ja nicht mehr einsetzen, weil ich keine zwei andere Karten drin habe. Genau, entweder, also nicht nur Folgen, sondern es gibt auch unter neben dem Folgen-Button ist ein Herz. Ne, neben dem Herz. Danke, Tobias, fürs Folgen. neben dem Herz ist ein Benachrichtigungssymbol. Da kannst du auch nochmal drauf gehen und dann wirst du auch nochmal benachrichtigt. Ist jetzt halt die Frage, wenn du die App hast, dann kriegst du wohl über die App eine Benachrichtigung. Wenn du die App aber nicht hast, dann kriegst du, glaube ich, nur eine E-Mail. Je nachdem, also ich habe zum Beispiel ein Handy und ich kriege immer mit, wenn ich eine E-Mail bekomme. Und wenn ich sehe, ah, das ist eine wichtige E-Mail, gehe ich rein. Wenn ich sehe, nö, die E-Mail ist jetzt unwichtig, dann wische ich die einfach weg und dann wird es erst wieder angezeigt, wenn ich eine neue E-Mail habe. Ich weiß nicht, wie ihr so mit euren E-Mails umgeht. So, Entei kommt zum Einsatz, weil Hunuster ist besiegt worden. Was haben wir hier? Das hört sich gut an. Dann setzen wir noch die Lilly ein. Gibt es ein paar Kärtchen. Vor allem Kärtchen, ne? Und wir haben die Tauschkarte. Das ist auch nicht schlecht. Den Timerball brauche ich gerade überhaupt nicht. Moment. Ich setze ein Energie natürlich auf Entei auf der Bank und setze jetzt Eruption ein. So, jetzt kann ich nochmal gucken, was ich nachgucken wollte. Achso, ich darf noch eine Preiskarte auswählen. Mache ich natürlich. So, wo war ich jetzt? Entei. Herkunft der Namensbedeutung. Deutsch. Aus dem Japanischen übernommen. Und im Japanischen steht Entei. Ja, das heißt Entei. Dann wäre das auch geklärt. Oh, gute Frage. Oh, jemand Neues. Der Reinsch heißt. Cool, danke für deinen Follow. Ich kann leider gar nicht, ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, wie man herausfinden kann. Also ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt sehen kann, wer alles mir folgt. Wollte ich nämlich schon mal nachsehen, aber ich weiß gar nicht, wie das geht. Oh, schade, hat aufgegeben. Das war jetzt unglücklich. Damit habe ich fast nichts an meiner Aufgabe erfüllt. Schade. Na, jetzt guckst du mal, Tobias, beim nächsten Mal. Du hast ja jetzt erst auf Follow gedrückt. Vielleicht passiert dann nächstes Mal etwas mehr. Und vielleicht kannst du dann noch die Benachrichtigung einschalten. Ne? Du kannst ja nochmal eine zusätzliche Benachrichtigung einschalten. Ein Simpson-Fan. Wie kommst du jetzt da drauf? Was habe ich gesagt? Bis auf iMessage und WhatsApp sind bei mir Benachrichtigungen ausgeschaltet. Ja, kenne ich. Mein Handy ist ständig auf lautlos. Deswegen würdet ihr mein Handy nie klingeln hören. Ja, ich habe... Was habe ich denn gerade gekriegt? Ich habe doch gerade was bekommen. Eine Karte? Ich habe nicht hingeguckt. Vielleicht sehen wir das später nochmal genauer an. Ach so. Kannst du das nochmal vorlesen?
Der Rhein scheißt. Der Rhein scheißt. Ja, ich weiß, hört sich lustig an. Ist Absicht. Okay, also wir machen wieder die gleiche Taktik wie vorhin. Ich setze erstmal irgendein Pokémon und setze Entei auf der Bank und gucke erstmal, dass er genug Energie bekommt. Um Portale in Ingress einreichen zu können, brauchst du Level 10. Ach so, ja, genau. Also bei Simpsons ist es ja so, dass Bart immer bei Mo anruft und ihnen immer komische Namen sagt, wie Lies Miranda, denn sie will ja. Und dann fragt danach, ist hier eine Lass Mirinda, denn sie will ja. Genau. So, dann können wir hier einmal ein Entei auswählen und ein Flemly hätte ich gern. Das ist doch eine hübsche Mischung. Ein Hunduster wäre auch gegangen. Den Hyperball brauche ich jetzt eigentlich nicht wirklich. Ich bräuchte eigentlich Energie, aber ja. Egal. Nee, mit Level 12 kannst du. Ach so, sorry. Zum Portale einreichen braucht man Level 10. Für Portale bewerten braucht man Level 12. Familienruf, ein Flunkiefer haben wir hier als Gegner. Ah, das Deck kommt mir bekannt vor. Wollte ich mir das Deck nicht auch kaufen oder habe ich mir das Deck gekauft? Ich weiß es gerade nicht. Okay, ich bin dran und kriege eine Pflanzenenergie. Na, danke. Aber ja, Entei kann auch mit einer Pflanzenenergie was anfangen. Aber erstmal Flemly zu Logok entwickeln. Ja, Jungblut. Genau, Jungblut. Was erzähle ich denn da? Ich hole mir jetzt mit dem Hyperball ein Logok. Ich hoffe, es ist eins im Deck. Ja. Geil. Für die nächste Runde dann. Dann habe ich auf jeden Fall drei Superkarten auf der Bank. Er muss nur noch angreifen. Der liebe Gegner. Und mich juckt es gerade an der Schulter. So, bin mal gespannt, wie gut der hier abgeht. Gute Leistung. Aber ja, bin gespannt, wo du in einer Woche sein wirst. Das Kartenspiel, also dieses Kartenspiel kann man auf PC oder manchmal auf Tablets oder gewisse Handys spielen. Das ist leider etwas unterschiedlich. Ich weiß nicht genau, kann sein, dass die Displaygröße eine Rolle spielt, dass wann es auf dem Handy funktioniert. Kann man noch was mit dem Netzball anfangen? Ich habe wieder keine Energie bekommen. Ich nehme mal Potrot. Ich glaube, Potrot hat eine Interesse. Leute, wenn es so weitergeht, werde ich mit der Aufgabe ja nie fertig. Na gut. 25 Münzen für einen unverdienten Sieg, muss man ganz ehrlich sagen. Also das heißt wirklich, ich habe vorhin. Hier, ich habe vorhin diese Karte bekommen. Diese GX-Karte da. Die es auch hier gibt. Genau, diese hier. Okay. Jetzt weiß ich auch, wo ich letztes Mal drei davon? Nee, da ist nur eine. Aber hier kriegt man zwei. Okay. Weiter geht's. Der nächste Kampf. Und hoffentlich darf ich jetzt mal ein bisschen mehr angreifen. Oh, die kommt mir bekannt vor. Aber die sehen ja fast alle gleich aus.
Nee, und die hatte ich gestern nicht, nee. Na, wird das? Ja, okay. Kriege ich wieder Entei auf die Hand? Nö, diesmal nicht. Nicht. Nee, doch, ein Basis-Pokémon habe ich, aber der Gegner hat anscheinend kein Basis-Pokémon bekommen. Okay. Oh, gegen ein Glurak-Deck. Das Einzige, was nervig ist im Glurak-Deck, ist halt das Galoppa. Das kann einen richtig nerven. Bitte warten. Bitte warten. Der Gegner. Gut. Es geht voran. Es geht voran. Ja, ich möchte zwei Karten ziehen. Das fängt ja gut an. Die setzt ja schon ein Ponita ein. Ach je, ach je, ach je. Will ich es versuchen, gleich mit Scaraborn anzugreifen? Moment. Wenn du mindestens ein Phase 2 Pokémon auf deiner Bank hast, fügt diese Attacke 90 Schadenspunkte mehr zu. Ah ja. Ja, das wäre nächste Runde tatsächlich möglich. Ich versuch's einfach mal, weil dieses Ponita kann theoretisch nur 10 oder 30 Schadenspunkte mehr machen. Also Scaraborn sollte das theoretisch überleben. Ich habe einen Netzball. Mit dem Netzball hole ich mir ein Entei. Fein. Und ich kann sogar schon mal einmal mit Tackle angreifen. Ist doch schon mal was. Sind doch schon mal 20 Schadenspunkte auf Ponita. Ponita muss weg. Ponita muss weg. Nein, die Mauer muss nicht weg. Ponita muss weg. Galoppa lässt grüßen. Toll. Wieder verschenkte Energie. Ich hasse dich. Okay, ich setze Schneckmark ein und versuche schnellstmöglich bei Entei die Energie zu bekommen. Schneckmark werde ich jetzt mal trotzdem entwickeln, weil das hat ja nur 90 KP. Es hat aber eine Fähigkeit. Einmal während deines Zuges kannst du dein Deck nach einer Karte durchsuchen. Dein Deck mischen und anschließend. Okay. Nach irgendeiner Karte. Ach so, die packe ich nur nach oben. Ah, ich sollte manchmal auch den Text zu Ende lesen. Da ich nicht angreifen werde, werde ich mal Entei nach oben packen. Und dann habe ich noch ein zweites Entei. So. Rettungstrage? Nö, erstmal nicht. So, was macht der Gegner? Professor Kukui. Okay. Kukui. Kukui. Jetzt, damit zieht sie zwei Karten und macht nochmal 20 Schaden. Und Galoppa kann ja schon alles. 80 Schaden. Okay. Es haben 10 gefehlt, um es zu besiegen. So, jetzt habe ich noch ein Entei bekommen. Das heißt, ich habe jetzt zwei auf der Bank. Dann kann ich eine Feuerenergie auf Entei legen. Hol mir noch eine Karte mit Makago. Welche Karte hole ich mir? Ein Flemli, weil ich Jungglut und Logok schließlich auf der Hand habe. Also ist ja klar, dass ich da Flemli nehmen muss. Ach so, ich packe es ja nur nach oben. Ich vergesse das immer. Okay, fertig. So, was macht der Gegner? Ein Timerball. Wenn sie zweimal Kopf wirft, kann sie zweimal zwei Karten holen und sie kriegt null. Endlich hat mal jemand anders dieses Pech. Das hatte ich ja gestern ziemlich häufig. Ja, sie packt eine Energie auf ihr Nidoran weiblich, wenn ich das richtig erkenne. Ja. Und Galoppa greift an und natürlich besiegt es mein Makago. Und Entei kommt zum Einsatz. Dann kann ich hier meine letzte Feuerenergie für Entei
rauswerfen und ein Flemmi auf die Bank. Und jetzt greife ich mit Eruption an. Und Galoppa ist besiegt. Yes. Preiskarte. Ja. So. Glumanda wurde als aktives Pokémon ausgewählt. Interessant. Warum nicht Nidoran weiblich? Das hat doch schließlich zwei Energie. Aber ich glaube, sie will sich das irgendwie noch aufheben. Sie will bestimmt unbedingt Nidoqueen. Nidoqueen ist hart. Und Glumanda, Energie bekommen. Attacke eingesetzt. Energie verloren. Doofes Pokémon. Gut, ich entwickle jetzt erstmal Flendi zu Logok. Ein Hunduster. Zwei Karten ziehen brauche ich jetzt nicht. Auch wenn ich gerne Energie hätte, aber ich muss jetzt nicht unbedingt zwei Karten ziehen und diese 20 Schadenspunkte, die hebe ich mir lieber auf. Vielleicht kommt ja jetzt gleich noch eine Karte, wo ich das gebrauchen könnte. Obwohl. Sieht wohl nicht so aus. Werde ich jetzt vorzeitig gewinnen, oder wie? Sie überlegt. Oh. Mhm. Noch eine Energiekarte. Ja, doch eine Feuerenergie, interessant. Dabei kann Nidoran weiblich doch jetzt schon angreifen mit zwei Energie. Mit zwei Feuerenergien. Die hat da irgendwas vor. Sie braucht aber sehr lang. Okay, sie greift trotzdem an, was natürlich Sinn macht. Also es wäre komisch, wenn nicht. So, und diese Fähigkeit könnte man doch auch einsetzen. Einmal während deines Zuges kannst du eine Feuerenergie aus deinem Ablagestapel an einen Pokémon auf deiner Bank legen. Okay, ich hole eine Feuerenergie. Fertig. Und jetzt soll ich entscheiden, wohin. Entei. Voila. Noch ein Flemmi auf die Bank. Ein paar Karten ziehen. Ja. Das passt soweit. Ich lasse das so und greife wieder an. Und damit ist das Nidoran weiblich besiegt und ich habe gewonnen, weil auf der Bank nichts liegt. So sieht's aus im Schneckenhaus. Was natürlich schade ist, weil ich hätte gerne noch mehr Pokémon besiegt. Aber okay. Das ist dann schon heute der dritte Sieg. Und in der vierten gibt's eine Box. Da kann auch eine Packung drin sein. Immerhin, eine Aufgabe ist schon fast erledigt. Da, wo ich 750 Schaden machen muss.